muss man erstmal reinkommen. In die Mechanik. Man kann Gegner beispielsweise auch nicht anvisieren, das ist auch... Ja, nicht untypisch, aber... Das nehme ich mit. Kannst du aber glauben. Okay. Das brauche ich. Munition brauche ich, Leute. Munition. Einfach so mal die Leute abstechen. Verletzten Menschen einfach umbringen. Ja, genau so ist es doch bei The Walking Dead auch. Mal schön die Menschheit auslöschen. Wenn es die Zombies nicht machen, müssen wir es eben selber tun. Wenn die Zombies versagen, dann ist immer noch Verlass auf den Menschen. Warum hat sie jetzt gesagt, wer war das? Ich war super leise. Das kann sie nicht gehört haben. Aber die sind auf jeden Fall, ach so, die kann man auch noch durchsuchen, die Leichen? Das geht auch noch? Okay, krass. Okay, also zu looten gibt es auf jeden Fall genug hier im Spiel. Und ich kann noch meine Spezialansicht anmachen und noch mehr looten. Oh Gott, hört sie denn nicht? Die sehen auf jeden Fall die Leichen. Ich kann die Leichen aber, glaube ich, gar nicht aufheben. Ich schwöre, da war was. Und tot. Und der eine hier, der bekommt bedauerlicherweise von all dem überhaupt nichts mit. Es tut mir jetzt schon weh, dass ich alles liegen lassen muss. Der ganze Loot. Okay, das ist quasi so eine Aufmerksamkeitsdetection, die mir da angezeigt wird. Jetzt verstehe ich's. Das war der letzte. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Uzer, ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt... Es wird Zeit, darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Wieso kann ich das nicht herstellen? Ach so, hier Verband braucht Lappen und Dings. Habe ich aber 5 von 5 und das kann ich scheinbar nicht herstellen, das Medikit. Schade. Okay, gehen wir ein bisschen auf Zombie-Jagd. Ja. Geht doch. Ah, verdammte Freaker. Schwärmer sind lichtempfindlich, fressen hauptsächlich nachts. Was? Wieso sind diese Tipps immer nur so kurz eingeblendet? Heißt das also, wenn ich die anstrahle, dann laufen die weg, ja? Beziehungsweise können mich nicht mehr angreifen. Die Taille nicht mitnehmen? Ich will aber looten. Ich hab doch gerade erst angefangen mit dem Spiel. Wie kann das sein, dass ich jetzt schon überladen bin? Vielleicht bin ich einfach zu gut, dass ich die ganze Zeit... Schlechtes Wetter kann das Seh- und Hörvermögen deiner Gegner beeinflussen. Das kann auch Auswirkungen auf den Zustand... Wer kann so schnell lesen? Die Zombies auch looten? Nee. Ah.
Irgendwie fast das Gefühl, ich bin zu gut mit meinen ganzen Stealth-Kills. Oh, verdammter Regen. Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Oh, Scheiße. Weg, weg. Lauf, lauf. Wie lange dauert es denn, um dieses Gewehr nachzuladen, bitte? Das Gewehr ist ja so richtig Schrott. Na, wie ist das? Ach, wo zum Teufel bin ich? Ich müsste bald da sein. Hab ich gesehen? Pisser. Dennoch. Mein Gott, die halten aber einiges aus, die Zombies. Und mein Baseballschläger hält nicht sehr viel aus. Hohes Gras, ne? Der Freund eines jeden Computerspielers. Viele Spiele es gibt, in denen man sich im hohen Gras verstecken kann. Ich kann es gar nicht mehr aufzählen, glaube ich. Nervig, wie die sich bewegen. Ist hier eigentlich versteckt in dem Gebüsch? Ich glaube ja. Lass mich da einfach mal drauf. Mann, nur ein Stich in den Kopf tötet einen Zombie, das weiß doch jeder. Und das war kein Stich in den Kopf. Ich muss zu meinem Bein. Ich bin fast da. Für ein Geräusch macht. Takedowns sogar von vorne machen, das ist praktisch. Schwärmererohr, was macht er mit den Ohren? Wieso sammelt er die Ohren? Warum macht der Mensch sowas? Kann nicht mehr weit sein. Oh, komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Wie der sich daraus eine Kette bauen und seinen coolen anderen Zombie-Jäger-Kumpels zeigen, oder was ist der? Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Ja, du hast es ja so super versteckt. Und natürlich wurde es gefunden. War doch logisch. Es lag mitten auf der Straße unter zwei Ästen. Was hast du erwartet? Mein Bike ist weg. Fuck! Verdammt, Copeland! Hey! Du bist aus Copelands Camp! Im Gras können wir wilde Pokémon angreifen. Hey, stopp! Halt, verdammt! Ich hab dein Bein nicht mal. Ehrlich! Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. Ich weiß nicht. Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab nichts gemacht.
Oh Gott, verdammt, okay. Jetzt werde ich dich umbringen. Ich glaube, das wissen wir gar nicht. Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein, Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Der läuft gerade komplett durch die Zombies. Und die Zombies tun ihm nichts. Sollte ich auch meine Lampe anmachen? Vielleicht hält das die Zombies fern. Das wird auf jeden Fall mehr Ausdauer als wir. Oh oh. Nicht, dass die uns da einfach reinlassen, oder? Ich bin's, Reynolds! Wach auf! Hey, John, bist du das? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut! Davon weiß ich nichts. Da musst du mit Manny reden. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Andere Überlebende, die uns scheinbar nicht direkt umbringen wollen. Das ist aber mal eine nette Abwechslung. Drifter sind das? Bei dem kann ich die Ohren verkaufen, oder was? Machst du ein leckeres Süppchen daraus, oder was? Beute abgeben. Freaker-Ohren können gesammelt und im Camp bei Beutehändlern abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Freaker bieten unterschiedliche Belohnungen. Du hast doch Beute, oder? Oh, fuck, ey. Ja, hab ich. Cool. Du warst wohl sehr fleißig. Hey. Gut gemacht. Okay. Es scheint so eine Art Rufsystem zu sein. Irgendwie die ersten beiden Freaker kennen wir. Schwärmer und Krabbler. Es scheinen wohl noch die... Ja, wenn man sich so den... wie nennt man das? Die Belohnung anschaut, die man dafür bekommt, dann kriegt man für den anderen Shit deutlich mehr. Obwohl, hier, der ist ziemlich günstig. Naja, mal abwarten. Vielen Dank, mach dir ein leckeres Schüppchen. Oh, hier kann ich Munition kaufen. Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Oder war zu beschäftigt. Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh, wow, wow, wow. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich... Diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Okay, wir kennen die Leute ja also alle. Dieser Copeland ist also jemand, mit dem wir schon zu tun hatten. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Die Leute hier kommen zurecht. Also mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater auf der Jagd. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild.
In manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Das Gleiche. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika, das Land der Freiheit. So ist es. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deke. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deke. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deke. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß nicht. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Korb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Korb. Ach, Scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferungen. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Okay, ich dachte, Copeland wäre vielleicht sowas ähnliches wie Negan und wäre der Anführer von irgendeiner bösen Fraktion, aber ja, so richtig schwarz und weiß gibt's hier vielleicht nicht. Copeland Jagdsaison. Also wohl ein Kind. Ja, Cope. Ich schätze, jetzt nimmt uns niemand die Waffen ab, was? Das ist, glaube ich, hier diese Story, oder? Die man nachlesen kann, könnte ich mir vorstellen. Los, um dein Bike zurückzuholen. Räume alle Nester im infizierten Freaker-Gebiet. Ich erinnere mich, ich muss meine Vergangenheit bewältigen. 4% abgeschlossen. Das nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ich muss Boozer am Leben halten, er ist mein Bruder. Dass man, dass die Quests in so einer Art, ja, in Geschichten, wirklich in Geschichten im Prinzip aufgeteilt sind. Das ist interessant gemacht. Stücke gerissen, Ripper. Ich muss herausfinden, wie es mit dem Kult Rest in Peace auf sich hat. Für die Fahrtrüsten. Boozer und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe. Jagd auf Leon. Leon ist ein Drogendieb und ein Mörder und auf seinen Kopf ist Geld ausgesetzt. Leons grobe Zeichner einer Engelsstatue. Die Zeichnung, die Leon bei der Buck Meadow Brücke abgenommen wurde. Near Left Wing of Angel. Das ist wahrscheinlich eine Schatzkarte, ne? Neben dem Flügel des Engels, der wahrscheinlich irgendwas vergraben. Wahrscheinlich ist das sein Versteck, wo hier der gute, wie heißt er nochmal? Der Dude, der uns hier gerade drauf aufmerksam gemacht hat. Copeland, genau. Das Recht, Waffen zu tragen. Eine Kopie der amerikanischen Verfassung gefunden in Copelands Camp. Eine Geburtstagskarte für Copeland gefunden in Copelands Camp. Dad, ich vermisse dich. Ich kann die Jagdsaison kaum erwarten. Ich nehme mir eine Woche frei, damit wir losziehen können. Alles Liebe, Christy. Ah, okay. Hier kann ich auch so durchschalten. Verstehe. Ah, ja,
haben wir auch die Karte. Wie groß ist das Ganze denn? Nicht so groß. Ich hätte jetzt gedacht, dass es größer wäre. Mein Gefühl am Anfang war zumindest, dass es größer wäre. Obwohl... Vielleicht ist das doch größer als gedacht. Na, schauen wir mal. Warten wir mal ab. Wenn wir ein Motorrad haben, wird das Ganze wohl schon nicht so klein sein. Sonst bräuchten wir kein Motorrad, um später hier rumreisen zu können. Ich vermute mal, dass wir später in der Welt noch mehr oder weniger offen unser Unwesen treiben werden. Open World mäßig. Ziel denn hier oben? Ach okay, der Wegpunkt wollte einfach nur, dass ich von der Seite komme. Interessant. Ich will mir hier unten noch die Händler anschauen, die wir hier haben im Lager. Das wäre die gute Beutefrau. Was hat die denn hier? Das Beine? Wofür nicht? Die Campküche. Fleisch und Pflanzen können gesammelt und in der Campküche abgegeben werden, um Vertrauen zu gewinnen und Punkte zu erhalten. Verschiedene Fleischsorten und Pflanzenarten bieten unterschiedliche Belohnungen. Die will also die ganzen Pflanzen haben. Küchenhelfer. Wow, dafür gibt es eine Trophäe. Die drei Kräuter. Und mit 5000 Punkten erhalten wir den nächsten Ruf. Das wird noch ein Weilchen dauern. Dick! Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht. Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar. Ich schwör's. Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Sorry, Dick. War es jetzt seine Frau oder seine Schwester, die da am Anfang gestorben ist? Drifter in den Bergen. 4000 Erfahrungspunkte. Und 1000 Vertrauen haben wir gerade bekommen. Okay. Für die Fahrtrüsten. Usa und ich können erst... Ja, genau, das haben wir. Was auch immer, Mann. Oh, mein Bike hat auch eine Benzinanzeige. Eine Tankanzeige. Scheiße, das ist doch kein gottverdammtes Bike. Tippe Kreis an, während du mit R2 beschleunigst, um zu driften. Gleichzeitiges Drehen und Driften kann sehr nützlich sein, um Kurven schneller zu überwinden. Rosa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Oh, wir haben sogar einen Navi. Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt, sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Busa, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades, du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Oh oh, Zombie. Ja, klar. Kann ich die irgendwie bekämpfen hier vom Bike aus? Sie vielleicht umfahren? Aha! Haha!
hin. Kampf oder Flucht. Manchmal ist Weglaufen die beste Strategie, wenn du genug Ausdauer hast, drücke L, um zu sprinten. Ich fahr einfach drüber, Junge. Die sollten besser die Flucht ergreifen. Bei den Zustand deines Bikes im Auge. Ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Zum Zustand? Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauche was für Busas Arm. Steige ich denn ab? Kein kaputt. Ich frage mich, in welchem Moment er die in die Ohren abhackt. Das kriegt man gar nicht mit. Spiel beim Bike speichern. Drücke und halte Dreieck, um dein Bike schnell zu speichern. Im Kampf während einer Mission ist diese Funktion gesperrt. Hm. Ah. 25% habe ich nur noch. Haltbarkeit. Ich glaube, man sollte keine Zombies mit dem Bike überfahren. Kann das sein? Geht der Motorrad in echt auch so schnell kaputt, wenn man damit Menschen überfährt? Hat damit jemand schon mal Tests gemacht? Auf welchen Studien beruhen diese Daten, die Entwickler dafür benutzt haben? Generator. Hier muss irgendwo einer sein. Wer die Flasche weggenommen hat. Kletter in den Mülltonnen, um dich vor Freakern zu verstecken. Verstecken, Junge. Ich mach die platt. Wohl kaum. Nicht aufzukriegen. Bingo, da ist er. Na los, du Scheißding, spreng schon an. Kein Sprit, wa? Wieso springt er nicht an? Mission. Versuche die Nero MME nach sterilen Verbänden für Busa. Durchsuche. Ja. Kann ich das irgendwie nachladen hier oder? Kerosin hätte ich noch. Will ich denn jetzt was werfen? Ach so, weil ich den Molotow-Cocktail ausgerüstet habe. Hm. Sprit. Diese Benzinkanister wenigstens für was nützlich. Kann ich das hier irgendwo einfüllen? Ah, bitte, das war leer.
Shot.